gehen die ersten Lurker auf die Base von Nam. Sollte er auf jeden Fall. Ja, vor allem sollte er sie eingraben, sonst machen Lurker halt nicht viel. Da, jetzt graben sie sich ein. Für die Horde, ich glaube, er ist im falschen Spiel. Das könnte sein, ja. So, jetzt können hier die Lurker Schaden machen und jetzt muss er seine Armee hier zurückziehen. Die Lurker bleiben hier stehen und ja. Ja. Jetzt wird hier ein Go auf die Goldaxis von Payne gemacht und die Natural ist immer noch. Die lebt. Die lebt! Sie lebt noch, sie lebt noch, sie lebt noch. Er, Payne tut alles abbrechen. Sollte vielleicht seine Einheiten zu seiner Natural, beziehungsweise seine Worker vielleicht zu seiner Natural ziehen. Ja. Ja, und El Knut scheint hier irgendwie Groll gegen Payne zu haben, denn er haut ihn gerade wirklich auch die Echse jetzt noch weg. Währenddessen haben wir aber ein Go von Crytomb auf die Echse von Selvi. Die auch somit weg ist. Jetzt werden hier noch ein paar Drones gekickt und davon wird keiner mehr lebend in die Base zurückkommen. Ja, da ist der Go und den habe ich gerade ein bisschen verpasst, weil ich gerade noch woanders auf der Map war. Denn also ein FFA ist eigentlich sehr, sehr doof. Weil man nicht Pilot macht auch nebenbei ein Go auf Gladiator, der hier gerade sich versucht mit Spinecrawlern zu verteidigen. Hier wird aber auch der Reihe nach down gehen. Und eher mäßig Schaden anmachen. Wobei Pirate auch einen Arthur schon mit dabei hat. Die ich ja sehr lustig finde. Die zwar nicht viel Schaden machen, aber diese kleinen fiesen Minen sind halt einfach unglaublich böse gewesen. Die, diese laufenden Minen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen. Aber die waren wirklich gemein. Spider-Mines. Spider-Mines, genau. Die gibt es übrigens auch in der Kampagne. Die Dinger. Wirklich? Ich habe die Kampagne noch nicht ganz durch, muss ich gestehen. Ich habe die Kampagne auch nicht durch, aber soweit bin ich schon. Und Helvi spielt hier wirklich Mass Lurker, wobei Mass Lurker bringt es nicht, wenn man sie alleine hat. Also man sollte schon irgendwie eine andere Armee dabei haben, die Lurker vor allem decken, bis sie eingegraben sind. Dann machen sie natürlich richtig fett Schaden, aber sie müssen sich halt erst eingraben. Hey Knut sagt, oh mein Pain, Gladiator ist down, der hat das Game verlassen und ist hiermit auch tot. Hier noch ein paar Overlords, Und Elknut macht ein bisschen einen auf Independence Day, indem er seine CC schon über Pains Nexus stellt. Sieht ein bisschen böse aus. Also er wartet nur darauf, dass Pain endlich dass der Nexus endlich weg ist und er dann auch die Echse noch in Beschlag nehmen kann. Womit wir auch bei dem vorhin angesprochenen Echsenproblem schon sind. Ja. Denn Pain macht das clever. Er hält sich nämlich seine Natural noch frei. Weil die kann er ganz gut verteidigen. Da kann er sich sicher sein, dass da kein anderer hingeht. Und nimmt dann erstmal die anderen Echsen, die nicht so, die schwerer zu verteidigen sind. Und sich seine aufzubauen. Main Base kommt und es kommt nochmal eine Second Base und ich weiß nicht, wie viel er noch an Mineralien hat, aber irgendwann werden ihm die Mineralien dafür einfach ausgehen. Er hat 1400. Der schreibt, ich gehe auf Pluto. Er sollte überhaupt erstmal irgendwas haben, damit er irgendwo drauf gehen kann. Nein, er hat gesagt, geh mal auf Pluto. Nicht ich gehe auf Pluto. Geh mal. Entschuldigung. Ja. Und, ja. Damit ist es aber gerade relativ ruhig. Ja. Und ich warte eigentlich gerade ziemlich gespannt auf den ersten Go von Nem, der hier Mass Zealots hat und auch einiges an Dragonern und vor allem Dark Templern. Dark Archons. Die aber noch nichts wirklich getecht haben, außer Feedback. Das braucht man nicht techen, soweit ich weiß. Und er wartet aber noch auf, weiß ich nicht. Auf irgendwas wartet er. Macht also nichts. Ich finde es ja gerade faszinierend, wenn ich mir die Einheiten, beziehungsweise was die Einheiten können, anschaue. Von wem? Von Crytom? Der hat den ersten Nem. Der hat was in der Base? Bitte was? Crytom hat einen Reaver in der Base. Die sind richtig, richtig böse. Da sollte er gleich mal einen Dropship bauen, die es ja in SC1 noch gab. Und sollte dann die irgendwo mal in die Echo droppen, weil wenn die aufgebaut sind, vor allem sollte er erstmal Munition bauen, denn die musst du dann noch einzeln nachbauen. Und
wenn die dann irgendwo mal in der Echo drin sind, hauen die 2-3 von ihren Geschossen raus und dann hauen die wirklich richtig, richtig dick rein. Aber Krytom X jetzt erstmal an der zweiten Goldechse. Ja. Und hier sind einige Einheiten von Tali, der hat sich erhört und hat einfach so Sörgling gepumpt. Beziehungsweise das Das ist auch gar nicht mal schlecht, aber ich würde ehrlich gesagt eher Roaches oder sowas dazu packen. Das halte ich für effektiver. Und Echsen würden das nächste Mal Echsen, sieht aber jetzt, dass da die Echse von Pain steht. Und damit würde er wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder einen Kugel aufmachen. Oh mein Gott. Ich dachte auch, dass er... er schreibt doch schon nochmal einen Pain. Ja, und die Tors setzen sich in Bewegung mit den SCVs dabei noch. Das heißt, Pain wird jetzt hier wirklich gleich endgültig aus dem Game gekickt. Nein, er hat noch eine Echse hier. Ja, aber auch die wird wird Elknut nicht lange unentdeckt bleiben. Er schreibt sogar schon. Ja, so, hier geht's. Währenddessen macht Tell V aber ein Go. Und Pirate und machen Go. Nicht win. Und TV macht ein Go auf Triton. Und Pirate weiß ich nicht, wofür er jetzt gerade ein Go macht. Ich glaube, er geht jetzt auf Pain. So, hier sind die Lurker relativ gut am Arbeiten, machen hier schön Schaden. Und ja. Ja, und Silvi hat vom Prinzip her einen kleinen Denkfehler drin, denn er hat schon den Observer mitgenommen, dass wenn irgendwelche Units drin sind, die eine Detektorfähigkeit haben, um die Lurker zu enttarnen, hat aber nichts, um diesen Observer auch wieder vom Himmel zu holen. Denn weder Lurker noch Linge können Observer angreifen. Ja, und Pirate macht jetzt Pain endgültig den Gar aus. Ja. Nachdem Elknut jetzt wieder die Main vernichtet hat, geht jetzt auch hier der letzte Nexus down und ich glaube noch einen hat er wirklich, nein hat er nicht. Und der und damit ist Pain dann wirklich weg. Ja. Der hat jetzt auch das Game verlassen und damit ist er weg und wenn die nächsten Lager hier jetzt gleich down gehen, das wäre auch nicht schlecht. Genau, und Telvir hat in der Zeit die Goldechse von Krytom wieder freigemacht. Und er arbeitet noch daran, wie man seine Lurker richtig einsetzt. Ja, daran arbeitet er. Und hier sehen wir einen Fehler, den man eigentlich an Sörgen nicht machen sollte. Alle Overlords auf einen Fleck zu stellen, ist nicht gerade die beste Lösung. Das kommt drauf an, was man macht. Wenn ein Toss zum Beispiel mit Phoenixen kommt, ist das gar nicht mal schlecht, weil dann kann man die Overlords viel leichter verteidigen. Und verliert nicht ganz so viele. Vor allem, wenn sie einfach nur sinnlos auf der Map rumstehen. Wenn sie zu Scouting-Zwecken da sind, sollte man aber auch einen Overseer draus machen, dass sie einfach ein bisschen schneller sind. Ja. Und es ist wieder Ruhe auf der Map eingekehrt. Nachdem am Anfang alle gleichzeitig Go machen wollen, macht jetzt gar keiner mehr was. Und Krytom hat immer noch nichts mit seinem Reaver gemacht. Er hat immer noch keine Munition gebaut. Das sollte er unbedingt tun. Sonst hat er da. Ich glaube, er weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, das ist sehr schade. Hell's Angel ist da. Wozu das auch immer gut ist. Das ist eine gute Frage. Es ist eine Terror-Einheit und es leckt gerade wirklich abnormal. Das ist ja wirklich schlimm. Was zum Teufel ist ein Hell's Angel? Also ich meine, ich kenne das wohl als Rockerband, aber... Ja. Nee, also keine als Rockerband, als Rockergang. Ja. Ist ja eine Motorradgang. Ja. So, hier ist der Go von Tel V auf die Basis von Nem und hier wird alles weggeschnitten. Die ja, da Lörker geht richtig was. Die hier schön Schaden und ja... Da geht richtig was. Die Lurker hauen richtig, richtig dick rein. Und Dem zieht seine HTs zurück, bis sie wieder Energie haben. Er könnte ein paar Templer Archons rausmachen. Die würden mit Sicherheit einiges tun. Aber Dem scheint sowieso microtechnisch gerade nicht so ganz auf der Höhe zu sein. Ich glaube, er hat ein bisschen Probleme mit den Einheiten.
Ja, eher Microt, aber auch wirklich gar nichts mehr. Jetzt kommen die ersten Icons, aber auch die Dark Icons laufen einfach nur wild rum und der macht halt nicht. Ja gut, was will er auch großartig machen? Der kann ja nicht mal irgendwas feedbacken. Ich krieg einen Anfall. Nem kriegt einen Anfall, weil die Lags sehr extrem sind. Und, ja, also ich muss auch sagen, ich hätte keine Lust bei diesen Lags zu spielen. Das ist ja gerade übel. Ja, und jetzt kommt Pluto auch noch auf Nem und das ist, dürfte das Ausland für ihn sein, wenn er wirklich in die Base reingeht. Denn mit zwei Armeen, wenn Telvir sich zumindest zurückzieht, ansonsten... Guck mal, da geht jemand auf den Lurker und Pluto sollte wirklich mal rausgepiekt werden. Ja, Telvir verliert hier einige an den Lurkern durch die Keys von Nem. Ja, der wunderbar sein Overseer darüber. Das ist, wie gesagt, das vorhin schon angesprochene Problem. Er kann nichts gegen diesen Overseer machen. Dafür hat er irgendwie nichts mit. Gegen diesen Observer, nicht Overseer, Entschuldigung. Ja, jetzt hat er sein Overseer dabei und dann sind die DTs auch ziemlich schnell geschnetzelt. Und jetzt ist auch der... Und Pluto Overseer hat sich an die Goldechse getraut. Ja. Während er jetzt anscheinend nochmal zum Go ausholt. Um sich dann um Nem zu kümmern. Ja, so sieht's aus. Und ich glaube, momentan ist der mit den meisten Echsen auf jeden Fall LKW. So, hier kommt jetzt der Go von Pluto auf Nem. Und da ist nichts möglich. Ich wusste gar nicht, dass das Templar-Archiv so extrem groß war. Das ist ja echt extrem. Ach nee, das ist nicht das Templar-Archiv, das ist Arbiter Tribunal. Was auch immer das immer sein sollte, ist riesig. Und ja, Nem geht hier da um. Ja, das war nicht anders zu erwarten, nachdem Vater in die Armee geschnetzelt hat und Pluto jetzt dann die Base noch auseinanderflippt. Ja, damit lichtet sich das Feld doch schon. Und wir haben nur noch zwei Leute oben, zwei Leute unten. Nein, stimmt gar nicht. Kreitum ist ja auch noch da. Kreitum leckt. Und Elknut leckt. Alle lecken, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja. Jungs, wirklich. Ja, und das ist wirklich eine sehr eklige Sache. Und Kreitum lebt nicht nur immer noch, er macht doch gerade einen fetten Go auf Pirate, der sich hier aber zu wehren weiß. Ja, wie gesagt, der Reaver steht immer noch blöd in der Gegend rum, der wird hier gegen die Marines richtig, richtig dick Schaden machen. Ja, und bei Pirat stehen die Units ein bisschen schlecht, denn die Sanitäter kommen einfach nicht ganz dran. Ja, Kreitum schreibt GG. Er weiß wahrscheinlich, dass Pirat jetzt den Gegengo macht und der nichts dagegen hat. Und Telvir geht da auch gleich drum mit drauf. Schmeißt Brighton auch hier raus. Ja. Ja, hat das Game geleftet und damit haben wir einen Lecker weniger. Jetzt müsste man nur noch Pluto kicken. Ja, aber Pluto hat, glaube ich, bis jetzt noch nicht ganz so viel geleckt. Die leckst du nicht extrem. Also Elknut leckt ja auch extrem. Ja, aber der verbreitet sich hier immer weiter. Und der scheint echt Mastor spielen zu wollen. Der baut jetzt da hinten nochmal drei Fabriken. Pirate breitet sich jetzt auch aus. Macht jetzt hier sich an der ehemaligen Base von Gladiator zu schaffen. Ja, das ist, also das Echsenproblem scheint damit einigermaßen jetzt behoben zu sein, dass sie einfach schon mal viel